Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich friere mir hier den Arsch ab und ja, ich habe schon Sonnencreme aufgetragen, weil es ist sehr warm draußen. Ein bisschen Schnee liegt, aber es sind mindestens so 30 Grad. Und heute gucken wir von Shock TV, Grüße gehen raus, mein Guter, YouTube-Kacke Merkels Antwort an Creepypasta Bunch an. Okay, alles klar. Aber es wäre eigentlich mal voll lustig, ne? Man so, stellt euch mal vor, man hat so ein Beef mit Merkel. So, also die Merkel macht so Videos gegen euch, das wäre halt so geil. Aber es wird ja nur noch bis November gehen, ne? Weil wenn ja November kommt, Lauterbach oder Söder dann an die Macht. Mal gucken. Hau ab! Der legendäre Schrei von Tranlord. Wie geil ist das denn? Ah, ja. Liebe Mitte. Boah, nee, das muss ich mir nochmal anhören. Geil. Ah, warte mal, nee, das war. Hau ab! So bescheuert. Ah, nee, oder warte mal, war das nicht hier von... Nee, warte mal, es war gar nicht von Drachenlord, das war doch von hier Andreas, oder? Hä, warte mal. Hau ab! Nee, das müsste von... Ist das... Das müsste von Trau... Ah! Das ist Andreas und das erste war, glaube ich, Drachenlord, oder? Also hier, ne, heißt ja Andreas, der so ausgerastet ist, ne? Es bleibt doch alles, wie es ist. Ich will nichts ändern. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Was für ein Spaß ist bitteschön dieser Creepypasta-Pan. So, und nun ist es Kunst. Dieser Keck hat einfach schon zwei Videos gemacht, wo er versucht, mit mir zu flirten. Für alle, die es vergessen haben, hier nochmal ein Rückblick. Okay, wir sind jetzt in der Talking Angela App drinne und ach du Scheiße, was ist das für eine heiße Braut? Es geht mir echt einfach nur um Sex, doch sie wirkt äußerlich eher wie ein 26-jähriger erwachsener Mann. Das reicht jetzt, das werde ich mir nicht mehr länger gefallen lassen. Am Montag gibt es eine dicke, fette Anzeige. Ah, geil, ey. Oh, ich finde das immer so geil, wie man bei YouTube-Kacke immer auf so geile Ideen kommt. Finde ich immer so mega. Also echt, also was auch immer da für Arbeit hinaussteckt, das finde ich immer so faszinierend. Ich befinde mich in einer seltsamen YouTube-Kacke. Also helfen Sie mir hier heraus. Oder ich wüsste deine Eltern oder sogar deine ganze Familie oder sogar deine ganz... Wirklich, ich muss einfach nur noch feiern. Glas verfickt nochmal meine ganze Ruhe. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist, im engen Kontakt, in der Umarmung, im Gespräch, beim Feiern. Diese Aktion ist asozial, das Video ist asozial, Creepypasta Punch ist asozial. Sonst. Boah, ich hab mal, das erinnert mich voll, das habe ich einfach mal bei meinen Videos, ich wollte mir mal angucken, wie oft ich Luft hole. Also ein ganz natürlicher Reflex, ich weiß, aber es ist manchmal bei mir so voll schlimm. Das ist, also es gibt so manchmal so Reactions, ne? Dann sitze ich dann auch so da. So, ihr habt eben gerade ihre Antwort gesehen und jetzt muss ich sogar weinen. Warten Sie, Opfer. Alter, ernsthaft, halt die Fresse. Sie sind zynisch und grausam. In meinem letzten Video habe ich ja bereits gesagt, dass ich mich in einer seltsamen YouTube-Kacke von Shock TV befinde und keiner von euch Wichsern wollte mir hier heraushelfen. Geil! Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Halt die Fresse. Dieses Video sollte eigentlich bei Cheesy Frankie erscheinen, aber bisher ist noch nichts da. Vielleicht ist Angela Merkel in Wahrheit Cheesy Frankie. Ah, schön, ey.
Ich muss immer sagen, ich finde das immer so unfassbar krass, wie man halt wirklich auf die Idee kommt, solche Videos zu schneiden. Also, ich frage mich immer so, man setzt sich so hin, so, man, das dauert da auch übelst lang, so immer die richtigen Worte zusammenzuschneiden. Die richtigen Frames, erstmal muss ich das Video bestimmt 5 Milliarden Mal angucken oder mehrere Videos 5 Milliarden Mal angucken und dann immer die richtigen Wörter rausschneiden. Ey, finde ich immer übelster Respekt und war eine sehr, sehr geile YouTube-Kacke. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch über Instagram oder über Twitter. Würde mich freuen und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.